Greetings, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch die besten Starter-Teams für jeden Preis. 50k, 100k, 400k, 1 Million, 50 Millionen. Ich zeige euch alle Teams. Also, da wird für jeden was dabei sein. Lasst ein Like da, wenn ich sowas öfters machen soll. Dann kann ich euch ein paar Tipps geben. Lasst kein kostenloses Abo da. Jetzt kommt das kleine Aber. Die Teams habe ich nicht selbst gebaut, sondern meine Mods. Und ich werde dazu was sagen, ob ich das genauso sehe wie meine Mods oder ob ich andere Tipps dafür hätte. Und wir fangen an mit dem ersten Team. Das ist das erste Team, was die Mods gebaut haben für 50.000 bzw. 45.000 Coins, wie ihr hier sehen könnt. Xavi, Simons, Mukuki und ein paar andere Spieler sind am Start. Ich gucke mir das Team einmal kurz an und dann sage ich was dazu. So, ich habe kurz sacken lassen. Ist ein relativ gutes Team. Ich persönlich würde vielleicht ein, zwei Sachen anders machen, die aber im gleichen Preisrahmen sind, wie beispielsweise Luke Shaw würde ich austauschen gegen den anderen Manchester United Spieler. Ich glaube, der heißt Malacia, der hat, glaube ich, 91 Tempo oder so. Ist meiner Meinung nach viel besser als Luke Shaw und kostet genauso viel. Auf der anderen Seite waren Bissaka passt. Joe Gomez ist ein super Verteidiger, ich glaube, der kostet 4k oder so, 4,4k oder sowas, und der ist top, der war jedes Jahr top und der wird auch dieses Jahr top sein, auch wenn er ein kleines Downgrade bekommen hat im Tor. Mit Onana macht man sowieso nichts falsch. Dann haben wir hier im Mittelfeld eine Frau am Start, genauso wie wir auf dem Flügel eine Frau am Start haben, ist auch sehr gut, weil Frauen sind OP. Meistens sind die neuen Karten oder die neuen Features von EA, die ins Spiel bringen, OP, damit die Leute das fühlen, was EA gemacht hat. Und ich habe schon SBB aufgenommen. Und die Frauen haben da sowas von performt. Ich hatte eine 88er Frau, die von Paris, und eine 80er Frau, die auch von Paris ist, beide im ZM. Und ich sage euch ehrlich, man hat keinen Unterschied gemerkt. Die 80er Frau hat komplett auseinandergenommen, genauso wie die 88er Frau. Ich kenne die Namen nicht, weil ich keinen Frauenfußball verfolge, aber ich glaube, der Punkt ist klar, was ich gerade sagen will. Das heißt, das ist das erste Team, was meine Mods für 45k zusammengebaut haben. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Team. Wie gesagt, Luke Shaw würde ich austauschen. Ansonsten passt das Team. Vielleicht Van de Beek noch gegen einen anderen. Ich würde gerade sagen Tonali, aber Tonali ist leider zu teuer. Da gibt es aber noch andere cheap Innenverteidiger aus der Premier League. Ja, cooles Team. Bundesliga, Premier League und Frauenliga am Start. Nice. Gehen wir rüber zum nächsten Team, und das Team kostet 140.000 Münzen, also aufgerundet 150.000 Münzen, falls der Markt ein bisschen hochgeht. Und meine Augen sehen da ein paar sehr krasse Spieler. Sehr, 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 sehr krasse Spieler. Der erste, den ich erwähnen muss, ist Alexander Alex. Dass der hier im Team steht, gibt schon mal Pluspunkte. Das gibt schon mal Pluspunkte. Nein, Spaß. Aber Davis, sehr krass, einer der besten Verteidiger, Linksverteidiger im Spiel. Es gibt eigentlich nur Theo Hernandez auf links. Es gibt Davis auf links und Ferland Mondi auf links. Und hier in dem Team ist Davis auf links. Einer der Top 3 Linksverteidiger, meiner Meinung nach, von den Goldkarten her, im Spiel. Und der kostet halt nicht so krass viel. Lohnt sich auf jeden Fall. Daneben haben wir Lacroix, schneller Spieler, Low-Rated-Spieler, der macht's für den Anfang. Daneben Upamecano oder auch Upamecano letztes Season. Diese Season macht er das eigentlich relativ gut bisher. Finde ich auch sehr stark. Und ja, Alexander Alex kann man auch austauschen, wenn man einen schnelleren Spieler haben will. Gegen Trippier oder gegen, ich weiß nicht, wen es da alles gibt. Da gibt es ein paar cheap, schnelle Spieler. Kann man gegebenenfalls austauschen, falls man keinen Bock auf Alexander Alex hat. Mit Shadow sollte das für den Anfang auch reichen. Aber ich glaube, ich würde dann schnelleren Low-Rated-Spieler hinstellen. Casemiro, meiner Meinung nach, kompletter Quatsch. Hier auf der 6, der ist komplett Falschgeld hier drin, weiß nicht, warum meine Mods das gemacht haben. Vielleicht, weil er halt diese Defense-Werte hat und so, aber man braucht Tempo. Vor allem gegen R1-Dribbling. Digga, da wird Casemiro alt aussehen, wenn da irgendwie Messi vom Gegner angelaufen kommt. Was wahrscheinlich nicht in der ersten Weekend League passieren wird bei vielen Gegnern, aber ihr wisst, was ich meine. Da braucht man dann irgendwie, weiß nicht, einen cheaperen, beweglicheren, schnelleren Abräumer. Hier kommen wir aber zu der Kandidatin, die ich eben erwähnt hatte. Diese hat nicht ein 88er Rating, sondern ein 86er Rating. Sehr krass. In Kombination vielleicht hier anstatt Casemiro Paqueta nach hinten ziehen, hier Gioro und hier diese 80er Paris Saint-Germain Frau als Perfect Link hin. Digga, ich sag's euch, wie es ist. Die haben so krass performt bei mir im SBB. Anthony macht man nichts falsch mit, Sancho macht man nichts falsch mit und Kolumuani, absolut krasse Karte. Kolumuani, underrated, Freunde. Man regt sich auf, wenn man ihn im Pack zieht, weil man Paris, Franzose, Mbappé haben will, aber er kostet dich umsonst so zwischen 20 und 40k, der mag die ganze Zeit hoch und runter. Die Karte wird perform, Freunde, glaubt mir. Den in Sturm, Baba. Ja. Passt. Das ist das Team für 150.000. Nächstes Team, meine Damen und Herren, knapp 400.000 Münzen. Wir haben hier vorne im Sturm Joao Felix,
Wir haben Griezmann im Sturm und wir haben Fekir im Sturm. Ich glaube, mit diesem Dreier-Duo macht man da vorne nichts falsch. Griezmann hat ja ein krasses Upgrade bekommen, hat einen sehr krassen Finesse-Schuss. João Felix, wisst ihr selbst, 5 Sterne. Deswegen der Typ sowieso sehr OP. Und Fekir auf der 10, wenn man es fühlt, sehr gut. Hat auch einen super linken Fuß. Finesse-Schüsse sind OP, habe ich gerade rausgefunden. Mit grünen Time-Finish gehen die so krass rein. Ne? Ich habe die ganze Zeit versucht drauf zu fetzen. Der Torwart hat immer alles gehalten. Jetzt habe ich angefangen mit Finesse-Schüssen und irgendwie gehen die öfters rein. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Oder ob es das Gefühl nur ist. Man muss gucken, Freunde. Die Meta steht noch nicht fest. Aber das ist so mein erstes Gefühl, was ich so in den ersten Games rausgefunden habe, was ich bei E-Sportlern gesehen habe. Und deswegen ist das eigentlich ein guter Sturm. Bellingham sowieso, habe ich auch gerade in meinem Main-Team. Der gewinnt die Bälle, ist jetzt nicht so krass beweglich, wie ich es erwartet hätte. Das stört mich ein bisschen, mit dem kann man leider nicht so in diese geilen R1-Dribblings gehen. Aber der macht seinen Job relativ gut, weiß aber nicht, ob der so Meta wird. Deswegen überlege ich auch, ihn bald zu verkaufen, aber nur, weil ich dann upgraden werde. Also für den Preis, ich glaube, er kostet 70.000 oder so. Das ist echt nicht so viel für so einen krassen Spieler. Deswegen kann man den da mit gutem Gewissen reinstellen, aber ich werde auf eine Icon upgraden oder so. Deswegen, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Goretzka, super Typ. Kamavinga, super Typ. Alternativ kann man Tchouameni einstellen, aber ich glaube, Kamavinga ist mindestens genauso gut wie Tchouameni. Deswegen sehr gutes Trio hier im Mittelfeld, muss ich nicht viel zu sagen. Linksverteidiger Ferland Mondi, habe ich eben schon gesagt, Top 3. Linksverteidiger für mich auch wieder dieses Jahr. Pavard, bisschen falscher Ehrgeiz meiner Meinung nach. Bisschen zu langsam auch wieder hier. Da gibt es auch bestimmt ein paar schnellere Rechtsverteidiger aus der Bundesliga, die den Job auch machen werden. Vielleicht einen Deutschen, dann hier zusammen mit Rüdiger linken, mit Goretzka linken, dann passt das auch. Klostermann ist auch noch als deutscher Spieler da. Ja, zu dem Dreieck hier brauche ich glaube ich nichts sagen. Rüdiger wisst ihr selbst. Ist sehr krass, ist schnell, ist fett, also brauche ich nicht sagen. Klostermann, schnell, Courtois am Tor, super. Super, 400k-Team. Man könnte ein bisschen Coins verteilen, indem man vielleicht anstatt Rüdiger hier irgendwie einen cheaperen Innenverteidiger hinstellt und die Coins dann irgendwie noch auf die 10 knallt, weil da gibt es bestimmt auch noch ein paar bessere als Fake hier. Aber wenn man in der Defense erstmal steht, ist das auch die halbe Miete. Deswegen kann ich schon verstehen, warum die das Team so gebaut haben. 1 Million Coins Team. Mit 1 Million Coins kann man echt schon viel machen, ne? Wir sehen 1.030.000. Dembele, Nunes und ich würde anstatt Foden sogar Rashford noch reinknallen. Und dann Valverde raus. Also falls ihr das machen wollt, könnt ihr es auch machen. Aber Rashford, Nunes, Dembele, geisteskrank. Vertraut mir. Dieser Angriff wird dem Gegner Kopfschmerzen bereiten. Valverde raus. Groß raus. Bernardo Silva raus. Also wenn man 1 Million Coins hat, Mods, und so ein Team baut, falscher Ehrgeiz, dann lieber, nee. Groß und Silva gehen gar nicht. Gehen gar nicht. Mondi, Van Dijk, Rüdiger, Walker, Ederson, einer der besten Verteidigungen, die man spielen kann. Würde ich aber etwas anders machen. In dem Fall würde ich dann Van Dijk, der kostet 220k oder so, verkaufen. Anstatt Van Dijk kann man hier einen Joe Gomez hinknallen. Mondi, Rüdiger, Walker machen das schon zusammen mit Joe Gomez, der 4k kostet. Und dann kann man hier, egal, hat man 500k, wenn man Valverde verkauft fürs Mittelfeld und kann da geizkranke Spieler hinstellen für 500k. Du kannst theoretisch sogar Valverde drin lassen, hast noch 200k für die beiden hier. Dann kannst du dir da, Digga, Tonali hinknallen und Bräune hinknallen. So ein Ding. Das ist viel krasser als nur Van Dijk zu haben. Valverde links, Tonali, Mitte, De Bruyne rechts, Bob, Baba-Team für 1 Million Coins. So, und für die Leute, die irgendwie reich sind, reiche Eltern haben und meinen Code bei Eneba auseinandernehmen, 6 Million Coins Team, Vinicius Junior, Kolo Muani, Garincha, super, Kingsley Coman, Vieira, Tchouameni, Dembele, super, Koundé, Alaba, Militao, Courtois. Muss ich nicht viel zu sagen. Ergibt sich, glaube ich, von selbst das Ding. Wir haben auch so gemacht, dass wir viele Formationen am Start haben. Hier mit einer Dreierkette. Sehr viele Angreifer, sehr offensives Team, wenn man einfach Bock hat, nach vorne zu spielen. Aber dann hat man noch die Abräume, Vieira und Tchouameni für die Defense zusammen mit den Jungs, die auch schnell sind, wie Koundé, Militao und Alaba. Kann man auf jeden Fall auch organisiert bekommen, damit ein gutes Ergebnis zu holen und vor allem Spaß zu haben. Und jetzt kommen wir zum letzten Team und jetzt knallt es richtig rein. An die ganz Reichen, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben als Packs ziehen. Ich bin einer von denen und ich kann mir es noch nicht mal leisten, aber ich werde es mir leisten können. Demnächst Vinicius, Mbappé, Salah. Wenn möglich auch gerne in den Inform Salah. Zidane, De Bruyne, Hullet. Alternativ kann man anstatt Zidane auch Zico spielen. Roberto, Carlos, Van Dijk, Rüdiger, Walker.
Rüdiger werde ich noch raustun. Eder Militao rein, weil ich den nochmal besser finde als Rüdiger. Und Alisson im Tor. Schmeckt. Dann hat man die 20 Millionen Coins auch gut investiert. Man könnte vielleicht noch Zidane, Mbappé verkaufen und dafür Pelé holen. Ist, glaube ich, auch eine ganz geile Alternative. Und dann hier noch einen anderen ZM hinstellen wie Tonali oder sowas. Oder irgendeinen offensiveren, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Das ist ja auch eine Alternative, weil Pelé kostet momentan nur 4,5 und Mbappé kostet schon 2,5. Deswegen auf dieses Upgrade zu Pelé ist nicht so weit von Mbappé. Und wenn man die beiden verkauft, kriegt man das hin. Freunde, das waren Starter-Teams. Für jeden was dabei. 50k, 150k, 400k, 1 Mio, 6 Mio und 20 Mio. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Anka, meine Mods, die Teams gebaut haben. Ich habe meinen Senf dazu gegeben. Ist nur mein Senf, meine Meinung. Vielleicht seht ihr das anders. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wieder einschaltet. Peace.